Der Diabling-Nationalpark, oder wahrscheinlich besser bekannt als der Grenzübergang nach Diama oder die Straße nach Senegal. Der Diabling-Nationalpark im Südwesten Mauretaniens wird leider von kaum jemandem beachtet. Die wichtigste Frage ist der aktuelle Zustand der Piste. Kann man sie problemlos befahren? Ist sie trocken oder besteht sie aus tiefen, schlammigen Sporen? Dabei lebt hier eine beeindruckende Vielfalt von Tieren, vor allem an Vögeln. Aber nicht nur diese kann man bequem vom Auto aus beobachten, sondern auch Affen, Warzenschweine, Warane und Krokodile. Wir waren auf unserem Hinweg nach Senegal Mitte November 2022 im Diabling-Nationalpark und auf unserer Rückreise im Januar 2023. Mitte November waren viele Bereiche des Parks überschwemmt. Die Piste war gut befahrbar und wurde gerade ausgebessert. Südlich des Senegal-Flusses muss man in Gewässern mit Krokodilen rechnen, wie mit diesem Nilkrokodil. Eine Ausnahme bilden die Wüstenkrokodile, die wir im Februar 2023 besucht haben. Diese sehr seltenen Krokodile leben nördlich des Senegals in Oasen der Sahara. Der Nilwaran ist eine bis zu 2 Meter lange Echse, die gerne in Wassernähe lebt. Und ein hervorragender Schwimmer ist. Auf unserer Rückreise im Januar 2023 waren die meisten Wasserflächen ausgetrocknet und nur noch die tieferen Bereiche hatten Wasser. Hier tummelten sich wieder viele Warzenschweine direkt neben der Straße. Sie kennen den Trubel der vorbeifahrenden Autos und zeigen keinerlei Scheu. Dieses Mal haben wir uns mehr Zeit für den Park genommen und haben etwas abseits der Durchgangsstraße gecampt. Schnell kamen die ersten Besucher, eine riesige Herde neugieriger Rinder. Für die Hunde sind solche Begegnungen fast schon Alltag und deswegen interessieren sie sich kaum noch dafür. Nachdem die Herde weitergezogen war, haben wir mit den Hunden die Umgebung erkundet. Am nächsten Tag ging es zurück zur Hauptstraße, die wir allerdings schnell wieder verließen und Richtung Atlantik abbogen. In diesem Bereich gibt es nur Savanne und keine überschwemmten Flächen mehr. Umso näher man dem Atlantik kommt, umso spärlicher wird die Vegetation. Fern von allen Rindern, Warzenschweinen, Krokodilen und sonstigen Tieren konnten die Hunde ungestört am Meer toben.
Wien gefiel es besonders gut an diesem Strand. Endlich konnte sie wieder Fisch fressen. Und die Jungs interessierten sich erfolglos für eine mutige Krabbe. So endete ein langer Tag am Meer. Am nächsten Morgen entdeckten wir am Strand ein Schiffswrack. Auf unserem Spaziergang begleitete uns ein neugieriger Bienenfresser. Und fuhren zurück zu den Sumpfgebieten des Dubling Nationalparks, begleitet im Himmel von fliegenden Pelikanen. Tausende Vögel überwintern im Dubling Nationalpark oder nutzen ihn als Rastplatz auf ihrer Reise von Afrika nach Europa und zurück. Die Seen sind voller Wasservögel wie Spieß- und Löffelenten, rosa Pelikane und Komorane. Tausende Flamingos. Je weiter man sich im Januar vom Senegalfluss entfernt, umso trockener wird die Landschaft. Eine Gruppe Spornkiebitze. Auch hier findet man rosa Flamingos in den letzten Wasserlöchern. Aber die meisten Flächen sind nur noch karger, trockener Boden. Wir übernachten wieder in der Savanne, in der Nähe einer wunderschönen Wüstenrose. Besuch bekamen wir natürlich auch wieder, dieses Mal keine Rinder, sondern Dromedare. Am nächsten Morgen kam noch anderer Besuch. Die schönsten und buntesten Ziegen unserer Afrika-Reise gab es in Mauretanien und Senegal. Unser Besuch des Dubling-Nationalparks endet, aber nicht unsere Abenteuer in Mauretanien.